Hallo, einen wunderschönen dritten Advent wünsche ich euch. Der ist jetzt wahrscheinlich schon vorbei, wenn ich das poste. Ich bin heute unterwegs. Ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten. Ich bin heute auf dem Weg nach Demnitz in die Kirche. Dort findet heute ein Gottesdienst statt, zu dem ich singen darf. Das ist ja etwas, was gerade noch stattfinden darf. Und ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich habe meine gesamte Routine verloren. Ich bin einfach total himmelig und ich habe nichts vergessen und alles eingepackt. Und ich habe mir sogar Texte ausgedruckt. Und meine Wimperntusche ist in der Zeit ausgetrocknet. Ist ganz krümelig, sieht man das? Aber ja, also ich freue mich total, endlich mal wieder singen. Liebe Demnitzer Gemeinde, wir feiern heute einen Gottesdienst mit besonderer Musik, weil Sie Freude haben, uns etwas zu singen und weil das so ganz viel besser momentan geht, wenn einer singt und die anderen dürfen genießen. So sind wir hier für eine Stunde zusammen und sind hier im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist seit Monaten das erste Mal, dass ich für Leute wieder singen darf und ich bin gerade total berührt und ich glaube, ich kann ja gar nicht singen, weil es für mich ganz, ganz viel bedeutet, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Entschuldigung, das habe ich selber nicht erwartet. Ja, die Welt da draußen ist gerade irre. Und gerade für uns Musiker ist es halt auch ein Feld, das wir gerade überhaupt nicht bedienen dürfen. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass gerade heute dieser Gottesdienst mit mir stattfinden darf und ich für euch singen darf und wir vielleicht auch nachher noch ein oder zwei Weihnachtslieder gemeinsam singen, sofern es für euch angenehm ist mit der Maske. Vielleicht ist ja auch so okay, wie ihr das möchtet. Also. Die Kinder stehen mit hellen Blicken, das Auge lacht, es lacht das Herz. O fröhlich seliges Entzücken, die Alten schauen himmelwärts. Meine Politik ist die Musik. Ich will nicht aufmarschieren, ich mag nicht debattieren, werd nur liebevoll an alle Art. Was ist schon Zeit, wenn man fühlt? Wozu einen Grund, wenn er keine Rolle spielt? Wo führt mich das noch hin? Was macht überhaupt Sinn? Und was bedeutet Glück, wenn es dich nicht mehr gibt für mich? Was bedeutet Glück, wenn es dich nicht mehr gibt für mich? The murky caverns, they're so heavy.
dass du sie liebst. Sag es, dass du vergibst. Sag es, du traust dich nicht. Sag's, hab den Mut. Raus damit, denn es tut gut, das Schweigen zu brechen, alles auszusprechen. Lass dich drauf ein, ein Gefühlsmensch zu sein, bevor es zu spät ist, bevor sie nicht mehr sind oder du nicht mehr da bist. Sag es. Hab mich oft gefragt, was bei dir gerade passiert. War wütend und ratlos, weil's mit uns nicht funktioniert. Hab gewartet, dich vermisst, hab gehofft und geweint. Hab mir irgendwas über dich zusammengereimt. Your faith is strong, but you need a proof. So, mein dritter Advent geht jetzt zu Ende und ich bin total selig. Ich habe heute bei einem Gottesdienst singen dürfen. Das ist ja gerade in den mit den momentanen Auflagen total schwierig. Es gibt ja keine Veranstaltungen, keine Konzerte, aber der Gottesdienst, der durfte heute mit Musik stattfinden und dann durfte ich ein paar Lieder singen und ich war selber so berührt. Ich habe so lange nicht gesungen vor Leuten und das hat einfach nur das Herz erfüllt und vieles schönes Feedback bekommen. Und jetzt stehe ich hier in dieser leergeräumten Kirche und es ist so ein Gefühl von, naja, Wehmut. Also nach den Zeiten, in denen wir ganz unbeschwert einfach miteinander sein können und ohne Maske und ohne aufzufassen. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann uns wieder so bewegen können und bis dahin machen wir einfach das Beste draus. Ich freue mich jetzt auf zu Hause, bin einfach dankbar für diesen Nachmittag, für die vielen Leute, die hier waren und für die Leute, die das ermöglicht haben, wie zum Beispiel der André und die Christel, die mich hier in die Kirche eingeladen haben. Und ich sage Tschüss. Und ich bin sehr dankbar für diesen Nachmittag.